Hallo. Bruder, warte, Bruder, warum Bruder? Du bist doch Muslim, er hat gesagt, der ist kein Muslim. Doch, darum geht's das. Darum, genau darum geht's. Warum nennst du ihn Bruder? Er ist doch kein Muslim. Mensch. Okay, hallo, Frage. Ja, ich habe die Frage verstanden. Du musst deine Frage nicht zehnmal. Du musst deine Frage nicht zehnmal umformulieren. Ich bin nicht geistig hängen geblieben. Doch, ich habe es verstanden. Ich hab's verstanden. Batschen Pulsen. Ich erzähle. Erst einmal, ich habe gesagt, er ist Türke, keine Tucke. Ich habe ihn nicht als Tucke beleidigt. Du hast ihn als Tucke beleidigt. Ich habe gesagt, dass er Türke ist. Ausweis, sein Ausweis. Anhand seiner Sprachfehler erkenne ich, dass er Türke ist. Ist auch scheißegal. Du nennst ihn Bruder. Er ist kein Moslem. Christ bin ich. Nicht Christen, ich bin eine Person, ich bin nicht die Mehrzahl, ich bin nur ein Mensch, ein Christ, nicht Christ. Also weißt du, dass er Moslem war? Warte mal, bin ich als Christ, bin ich, bin ich, bin. Ich habe jetzt erst gesehen, dass man ihn nicht hört. Ah, auf TikTok hört man nicht. Ich war ein bisschen Song-Contest. Läuft gut bislang. Bruder, ich konnte nicht. Was für Sprachfehler, die können gar kein Deutsch. Der Christentum. Bist du auch Anhänger der Christentum? Von der Ja, Christen. richtig. 666, Bruder. Bibel ergibt alle Gebote von Bibel ergibt 666 und 6 ergibt 666 ergibt Iblis. Kennst du die Theorie? Bruder, das Problem ist, er war so verwirrt, der weiß, glaube ich, selber nicht, was er gesprochen hat. Der war sehr, sehr verwirrt, der Typ. So, wer ist nicht verwirrt hier auf TikTok? Wer ist hier nicht verwirrt? Ja, da wollte ein bisschen sein auf intelligent wirken, deswegen. Aber Da kanntest du dachte mal, er, ja, der kann jetzt den Ehefrau ein bisschen verarschen. hast du gecheckt, auf was er hinaus will? Ganz ehrlich, Bruder, ich habe gar nichts verstanden. Null. Aber ich glaube, er hat sich selber auch nicht verstanden. Der wollte ein bisschen intelligent wirken, weißt du, mit so Theorien, ja. Ihr fand, was macht die Zahlen 1 bis keine Ahnung was, was ein Scheiß. Bruder, ich habe gar nichts verstanden. Immer, glaube ich, langweilig. Vor allem, wenn du nicht an Aber Bibel kritisiert nur glaubst, die dann Bibel. Koran. Genau, dann wie Bruder. kannst du auf die Theorie kommen dann? Aber er kritisiert nur die Bibel, komisch, ne? Ja, der ist Moslem, Mann. Ich weiß doch, dass der Moslem ist. Du weißt doch, wie oft irgendwelche, was weiß ich, was der behauptet, der wäre Kroate, ist in Wirklichkeit Moslem, albanischer Moslem letztes Mal. Der andere behauptet, der wäre, was weiß ich. Du weißt doch, wie sie lügen, wie gedruckt, Mann. Jedes Mal lügen, sie erfinden irgendwelche Sachen, erfinden Nationalitäten, bla bla bla. Angeblich Aber sag Christen, mal. viele sagen doch, ja, ich bin Christ. Und dann reden die aber gut über Islam oder über den Koran. Letztens kommt eine, die sagt, ich bin Ja, Christin. auch auf Kundgebung gab es solche Fälle, die lügen, die kommen und sagen, ja, ich bin Christ, aber ich glaube, dass nur Allah der einzig wahre Ja, Gott richtig. ist. Was ist das für ein Sinn, Bruder? Was macht das für einen Sinn? Letztens gab es ein Mädchen auch in TikTok, die sagt, ich bin Christin, aber Islam ist die friedlichste Religion der Welt. Ja, wie geht das jetzt, Bruder? Wie geht denn das? Mann, ey. Voila, Film. Bruder, kommt Elia noch? Ich habe den geschrieben, ich glaube, der will auch noch Genau, reinkommen. das kann sein, wenn er sich meldet, dann hole ich Na, ihn rein. Ich weiß es. ich hab ihn geschrieben, der kommt auch. Warte, Das ich hole wird. den jetzt mal wieder rein, Hol, ob man hol, ihn Bruder, hol ihn hört. rein. Hol ihn. So, Aber Contest. sag mir auf TikTok, ob man ihn hört. Ja, man hört dich jetzt. Wie heißt du überhaupt? Was steht da? Fakatu Asbillah.
Contest, erzähl mal. Ja, lies doch laut vor, lass, was steht da? Was? Du redest mit dem Meister persönlich. Ah, komm auf den Punkt. Ja, besser, kürzer ab. Okay, warte, ich hab dir eine Frage gestellt. Bin ich ein Bruder? Bin ich als Christ ein Bruder? Man hört nichts. Wir fahren, die Leute schreiben, man hört ihn nicht. Man hört ihn wieder nicht. Okay, bitte das Mikrofon aus Somalia, was du in Mogadischu gekauft hast. Kauf ein neues Mikrofon in Deutschland, was funktioniert nicht. Dieses Mogadischu, Made in Mogadischu Mikrofon. Bruder, was, guck mal. Made in Mogadischu akzeptiert. Mein Bruder, warum hört man mich, aber ihn nicht? Dann stimmt ja irgendwas mit dem nicht. Der dein ist Mikrofon so ist made in Germany, seins ist made in Mogadischu. 100%. Contest. Contest, Alter. Eurovision. Bruder, ich konnte nicht mehr, als er das gesagt hat, ich konnte nicht mehr. E-Contest. Ja. Und dann hast du das gesagt. Geil, geil. Aber Bruder, ich sehe das immer, ich sehe das auch bei der Kundgebung, die können wirklich kein Deutsch, aber sind hier geboren. Ich verstehe das gar nicht. Naja, auch die Jüngeren können extrem schlecht Deutsch. Auch in Österreich, auch in Wien oder egal wo, auch in Deutschland. Deren Deutsch ist wirklich... Katastrophe, Bruder, Katastrophe. Und dann, wenn du dich drüber lustig machst, hey, warum bist du so respektlos, mach dich nicht lustig. Hey, wie respektlos bist du, dass du in einem Land aufwächst, jahrzehntelang hier lebst und die Frechheit hast, dass du nicht mal die Sprache lernen willst. Das zeigt schon deine Verachtung gegenüber dem Land und Richtig. Gegenüber dem Volk. Deine Verweigerung, die Sprache. Ich erwarte nicht, dass einer 100% perfekt redet. Ich mache auch manchmal so, wenn ich schnell rede, irgendwelche Fehler. Aber der Christentum, bla bla bla. Der Mädchen, Bruder, wenn ich das höre. Artikel, das lernt, in Grundschule lernt man das, schon. Weißt du, also. Du kennst ja wahrscheinlich diesen Hamdi, ne? Der kann ja gar kein Deutsch. Der debattiert, aber der kann... Jedes Wort von ihm ist in falsche Stellung. Das erste Wort muss hinten, das von hinten kommt nach vorne, das von hinten kommt nach hinten. Alles ist zusammengewürfelt. Bruder, von null. Ich verstehe gar nichts. Alles durcheinander, Bruder, weil ihre Schrift ist auch durcheinander. Null chronologisch, null. Ja. Ich verstehe nur Glätteisen. Bart Glätteisen verstehe ich. Und er färbt, Bruder. Er färbt immer schwarz. Nicht vergessen, immer schwarz färben. Wie schwarz? Sein Bart färbt er schwarz, hast du nicht gewusst? Ach so. Ja, ja, das hat doch letztens Armin auch gesagt. Ja. Warum färbst du dein Bart schwarz? Der war ja vorher grau. Naja, Bruder, hey, schwarz. Warte mal, dann muss ja orange. Was mir einfällt, man darf nur im Dschihad sein Bart schwarz färben. Ohne Witz. Das ist ein Hadith. Ja, warte, das stimmt, aber dann ist er, dann wird, wenn du ihn fragen willst, warum schwarz, dann sagt er, ja, ich bin im Dschihad, im geistigen Dschihad. Ja, ohne Witz, man soll, wenn man graue Haare oder Bart hat, so wie ich, dann darf man färben, aber man sollte Henna nehmen, also rot oder richtig, wie so Pakistaner, Inder. Genau. Ausnahme im Dschihad darfst du schwarz machen, damit du jünger aussiehst und gefährlicher. Genau. Und deswegen bei einem Video hast du gesehen, Bin Laden immer mit graue Bart und dann noch richtig. Einmal Bin Laden tief schwarze schwarz, Bart, weil richtig. Im Dschihad, damit er jünger wirkt. Das heißt, haben die es im Dschihad? Ist ein Dschihad. Ist sehr, sehr gefährlich, Bruder. Normalerweise aber müsste man echt. Denkst du, Verfassungsschutz beobachtet den? Ah, ja, war bei Imam. Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Aber ne? Jetzt nicht so engmaschig, so ab und zu schauen sie mal, was der so macht, aber jetzt nicht so eng. Der ist ja eh so, der ist Witzfigur. Der ist ja auch aus Wien, glaube ich, ne? Ja, ich glaube aus Graz ist er, glaube ich. Ich weiß nicht, aber nicht in Wien. Ja, aber das Problem ist, hätte er wenigstens einen Dialekt, könnte man einschätzen, von wo genau. Du hörst da nichts raus. Ich höre gar nicht. Eine Zeit habe ich gedacht, der ist Pakistaner, dann hört man so auf. Nein! Doch, ich erkläre Bibel, wo Gott Koran und Gott kann gerne, ich kann widersprochen in der Bibel, Mohammed, Jonas hat gedacht, da wird er. Mach dich Knockout, mach dich Knockout. Warum lugst du jetzt im Beispiel? Ich nehme deine Bibel auseinander. Auseinander nehme ich Abraham, Prophet Abraham, Bibel über Jesus, bla bla bla. Bruder, schon mit ihm schon mal gesprochen eigentlich? Hier in TikTok mit dem Handy? Einmal ist er kurz reingekommen und wie so ein Wahnsinniger. Also, du konntest mit ihm nicht normal reden. Ich so, hallo, langsam, der Reihe nach. Du redest, ich rede. Die ganze Zeit habe ich gesagt, hey, stopp, habe ihn stumm geschalten und dann ist er rausgegangen.
Das Problem ist, der ist immer auf 180. Also es gibt keinen Moment, wo er normal spricht. Wie du schon sagst, wie so ein Pakistaner oder so. Du verstehst null. Ja, ich habe die Diskussion ein bisschen geschaut, wo mit diesem, wie heißt der, Klaus? Klaus, von ja, ja, ja. War gut, Alter. Der Klaus hat den komplett zerlegt, Alter. Boah, Klaus hat den echt... Der Klaus, ich finde persönlich, Bruder, der Klaus ist ein Level zu hoch. Warum? Er hat so wirklich professionell die Debatte geführt, ja. Wenn ich ihn jetzt vergleiche mit Hamdi, das war ja schon Sonderschule, sorry, wenn ich das jetzt sage, ja, aber das war in einem ganz, ganz tiefen Niveau. Ja. Klaus hat wirklich, man könnte ihn wirklich im Fernsehen in einer riesen Bühne mit jemandem debattieren sehen, ja, das könnte ich mir richtig vorstellen. Sachlich, wirklich in einem ganz hohen Niveau, ja. Auch die deutsche Sprache, alles gut, aber wenn du dann Hamdi hört, als wäre er ja, seit 2 Jahren in Deutschland, aber will irgendwie debattieren. Aber kein Wort, man versteht ihn nicht, das ist das Problem. Man versteht ihn einfach gar nicht. Hamdi spricht, als wäre er gerade vom Schlauchboot runtergekommen. So ist es. Unsere Goldstücke, ne? Bruder, du musst viel mit dem Dings machen, der, wie heißt der Chinese da? Der Asiate, der. Eslahan. Eslahan, mit dem musst du viel machen. Er ist am Freitag, ja, also übermorgen ist er zu Gast, Eslahan, das kann ich schon mal ankündigen. Freitag, heute mache ich, oder morgen ist das Stream, kündige ich den an. Freitag wird er. Aber wir werden gleichzeitig, wir werden auch auf TikTok und sehr auf gut. YouTube werden. Sehr, sehr gut. Weil Tesla hat Bruder, der vielleicht später erstmal fangen wir YouTube an, weil ich will so ein bisschen über ihn und was so allgemein und dann später gehen wir dann wahrscheinlich dann auf TikTok. Der hat eine gute Reichweite, ja. Bruder, und sein Content oder Content. Und Contest. Sein Contest ist wirklich sehr, sehr gut von Tesla. Definitiv. Ja. Also er entlarvt die auf jeden Fall, das finde ich super bei dem. Ja, macht's gut. Und er wird bedroht, ist ja klar, ne? Sobald du irgendwas sagst, wirst du ja immer bedroht, direkt bedroht. Jeder, der sich bei den Moslems nicht einschleimt, wird bedroht. Nicht wer kritisiert, wer sich bei ihnen nicht einschleimt, wird bedroht. Aber Wahnsinn, ich verstehe das nicht. Jedes Mal, ich verstehe nicht, was mit denen los ist. Jedes Mal mit dieser Drohung. Aber wenn die 24 Stunden über die Christen lästern, beleidigen, das ist alles okay. Aber wenn du mal was ansprichst über deine Religion, dann rasten die aus. Das darfst du nicht. Ich verstehe schon, was mit denen los ist. Das ist diese Besessenheit bei denen einfach. Diese Verzweiflung auch. Weißt du, argumentativ. Ich lass die ja reden. Die können ausreden. Ich tue sie nicht rausschmeißen oder sonst irgendwas. Weißt? Aber ja. Nichts kommt. Holen wir mal jemanden rein. Ja, es geht. Ah, den kenne ich, Bruder. Den kenne ich. Das ist ein Bruder. Ah. Es geht. Hörst du uns? Ah, irgendwie verbindet nicht. Es geht. Warte, ich könnte dich noch reinholen. Hallo? Ah, doch, ja, verbindet. Hallo? Hörst du mich? Ja, wir hören dich. Ja, schönen guten Abend. Wie geht's euch? Sehr, sehr gut. Danke. Wie geht's dir? Auch gut. Alles gut. Ich habe eine wichtige Frage an Irfan. Ja. Darf ich als muslimischer Handwerker Kreuzschrauben benutzen? Das ist eine gute Frage, Irfan. Was sagst du, Sheikh Irfan? Nein, du musst eigene Schraube mit Halbmond und Stern machen. So. Halbmond und einen Stern. Und dann neue Schraubenschüssel entwickeln mit neuer Schraube mit Halbmond. Okay, Stern nicht, aber Halbmond wenigstens. So. Kannst du es belegen, Bruder? Ist es eine Fatwa jetzt offiziell? Das ist mein Ijtihad, den ich gerade habe. Ah, okay. Hast du gehört, Asgir? Ich muss eine Fatwa bei Al-Azhar einholen. Ey, aber schau mal. Die reden darüber, darf man Wellensteinjacke tragen wegen diesem Kreuz? Oder darf man FC Barcelona Trikot tragen wegen Kreuz? Das ist gar nicht so weit hergeholt, dass einer fragt, darf ich diese Kreuzschraubenschlüssel benutzen, weil aber alles, was mit Kreuz zu tun hat. Das Beste ist ja, Sheikh Ibrahim hat die ja getragen, also er das Interview mit Charo gemacht. Ja, ja, aber er hat mit Edding. Edding, wie peinlich. Wie peinlich. Ey, so beschämend. Guck mal, ganz ehrlich, Irfan, wenn du Muslim wärst oder ich oder Asket, wer auch immer, wenn ich sowas sehen würde, ich hätte mich geschämt. Kauf doch die Jacke einfach nicht und fertig. Aber schau mal, sie können nicht mal auf Wellenstein verzichten. Ja, sie müssen das haben. Ja, sie müssen sich aber dann irgendwie verändern. Das ist so typisch deren Methode, so dieses Inkonsequente. Das so. Ist eine Sekte, alles Bruder. Alles verteufeln, aber nutzen, so, weißt du? Das sind Sektiere, vielleicht. Bruder, das merkst du schon. Das ist so Sekte einfach. Also, ich verstehe das hier Menschen gar nicht. Ja.
Die wollen es gerne haben, aber ja, wie du Irfan schon sagte, wollen es aber verändern. Dass es Irfan, halal ist. ich bin übrigens der Name von deinen Superchats. Ich versorge dich ständig mit kranken Videos. Hey, vielen Dank, danke dir. Danke, Bruder. Der Danke Asket ist übrigens auch Ex-Muslim, ne, Irfan? dir. Echt? Ah, Ja. Auch welchem Ex-Muslim. Land kommst du, wenn man fragen darf? Schweiz, Schweiz, ich komme aus der Schweiz. Schweizer, Schweizer. Ich habe dich damals auch gefragt, Aber wenn du mal wie bist du kommst. Ex-Muslim? Ja, konvertiert und dann dies und das, eine lange Geschichte. Ach, du bist als Schweizer konvertiert und dann zurück. Ah, Ja, okay. genau. Ja. Einmal Sehr Karussell gut, sehr gefahren. gut. Aber er war lange Sehr dabei, gut. Irfan, weißt du? Ja. Ich habe mal einen Schweizer Konvertiten kennengelernt, also in meiner islamischen Zeit, danke Jenny, in meiner Islamistenzeit. Und diesen Schweizer habe ich kennengelernt in Frankfurt. Und der war auch richtig hardcore drauf. Aber Hansa, ich tue dich mal stumm, weil man hört so ein bisschen im Hintergrund jetzt. Ja, jetzt ist gut. Ja, auf jeden Fall habe ich einen Schweizer kennengelernt, der ist zum Islam konvertiert. Und der war richtig dann so bei Al-Qaida und so weiter. Und dann war der in Afghanistan und dann war der irgendwie beteiligt an Anschlagsplanungen in Europa. Und bis heute ist der verschollen. Die haben ihn nicht weder festgenommen, noch ist sein Tod bestätigt. Und dann zufällig auf einmal lese ich und sehe ihn auf dem Foto und dann wird, ah, warte mal, den hatte ich in Frankfurt, hatte ich den getroffen. Also gibt schon heftige Fälle aus Schweiz auch. Ja, also bei uns gibt es ja auch den IZRS, den kennst du ja auch. Und Ja, klar kenne ich den. Ja, klar. genau, und es gab auch damals einige Schweizer, die sich dem IS angeschlossen haben. Es gab auch eine Moschee in Winterthur, also nahe Ja, klar. Zürich, wo sich die radikalisiert haben. Ich glaube, die ist sogar auch Al-Nur-Moschee. Komischerweise, diese Moscheen heißen nämlich immer Al-Nur-Moschee, habe ich so gesehen. Ja. Sie sind für Mord, für Krieg, für Gewalt, also für Dunkelheit, aber Aber nennen nur. sich nur das Licht. Ja. Irfan, wer war das mit der Moschee in Bayern, wo das, du hast es dazu gebracht, dass die den Namen ändern, ne? Das warst du, glaube ich, ne? So, ja, das war in Ingolstadt, war das Wie eine hast du das bosnische hinbekommen? Moschee. Woher hast du das? Ja, ich habe recherchiert und der Name war mir komisch. So, wie hieß der, warte mal, wer ist, wie hieß denn der? Ich habe den auch Namen Boah, vergessen, jetzt habe ich. habe ich den vergessen. Oh, Junge, wie hieß Irgendwas mit der? Hussein? Nein, Ist gell? das? Hussein Joso, doch. Josu, genau, Hussein Hussein Joso. Josu, richtig. Ja, und der Name kam mir komisch vor. Ich sagte, warte mal, wer ist dieser Joso, dass Sie den nach dem benennen? Ich gebe ein, kommt Wikipedia. SS, Obersturmbannführer, Imam von SS-Division Hanjar und so weiter. Ich mir, oh, interessant. Und dann hast du Nach es dem gemeldet also. quasi. Krass. Ja, Ey, ich ich habe war es gemeldet, ich schockiert. habe recherchiert und alles und dann haben wir das veröffentlicht Aber damals komisch, für. ihr fand die ganze Antifa, ne? Wo waren die eigentlich? Wieso haben die das nicht gemeldet? Ja? Alle gucken weg oder wie? Dieses Antifaschismus, bla bla bla, das ist nur aufgesetzt, um Aber alles weißt du noch, Konservative, alles ja. traditionelle zu. Aber wusstest du früher, bei den, als Pierre Vogel seine ersten Kundgebungen gemacht hat, da gab es tatsächlich noch Antifa-Leute, die zu den Kundgebungen gegangen sind und gegen ihn demonstriert haben. Richtig, damals, ja. Ja, es gibt diese Strömung, auch bis heute gibt es so Strömungen, gewisse Antifa-Gruppen, die gegen DITIB sind, gegen Milli Görüs, gegen Raue Wölfe und sowas, aber die sind komplette Wenig. Minderheit. Ja, sind sehr wenig Es gab ja geworden. auch letztens diesen Fall, Ich in komme einer gleich, Stadt. mach ruhig weiter. Ja. Ja. Hast du das auch mitbekommen, Bruder, Abo? ich hab vorhin sogar noch mit einem Ex-Antifa gesprochen, ne? Der hat selber gesagt, bei der Antifa, Bruder, die sind sehr, 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 also innerhalb bei denen, ne? Sind die sich nicht alle eine Meinung. Die streiten sich selber untereinander. Naja. Die einen sind zum Beispiel extrem, sag ich mal, in Richtung LGBTQ Beispiel, ne? Die einen sind extrem eigentlich gegen Islam beispielsweise. Und die sind sich nicht alle einig. Die einen sagen, hey, mach das nicht. Der eine sagt doch und dies und bla bla bla. Die sind sich wirklich untereinander nicht einig. Definitiv. Ja, aber weißt du, die Antifa, also als Kommunisten solltest du eigentlich komplett gegen Religion sein, also, Guck aber, mal, Bruder, das Schlimme ist, letztens sagt einer, das war ein Muslim, ne? Der sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim, aber ich bin Kommunist. ja, das, Bruder, auf Twitter gibt es viele von denen, sind ey, auch ich sehr konnte nicht verstörte. mehr. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ich habe gesagt, was bist du? Sagt er, ja, ich bin Alhamdulillah Muslim, aber ich bin Kommunist. Ich sag, wie soll das gehen? Wie geht denn das? Karl Marx hat gesagt, Religion ist Gift. Und dann sagt er, ich Richtig. bin Kommunist oder Irfan, was? Irfan.
Letztens sagt einer hier in TikTok, ne, der schreit rum, sagt er, ich bin Alhamdulillah Muslim, aber ich bin Kommunist. Wie soll das gehen? Das ist die Achse des kommunistischer Moslem. Bruder, da ist ein Antifa, hol ihn mal hoch. Ich hol Mogadischu noch einmal durch. Dieser Somalier. Dieser Somali. Abu Mogadischu. Abu Mogadischu, hörst du mich? Ich hoche dich, ja. Ich hoche dich, ja. Hallo, hallo. Alpha, Alpha. Was ist respektlos? Alpha Mogadischu. Hört man ihn jetzt? Was heißt kein Ton, Allah, kein Ton, schmeiße runter, kein Ton, Bruder. Die Leute schreiben keinen Ton, schmeiße runter. Also, aber dein Ton geht nicht, hallo. Ey, was ist mit dem los? Ich glaube. Schenk dem ein paar Rosen für neue Mikrofone. Made in Germany. Was ist Made in Germany? Made in China, Hauptsache man hört ihn mal. Hauptsache keine Mogadischu-Ware. Hey, aber bist du auf dem Laufband, Abu Hanja? Man hört wie so ein Laufband. Was? Er ist nicht von mir. Ist, nee, Bruder. Bei mir ist ganz leise. Warte mal ganz kurz. Mach mich mal stumm kurz. Sag mal kurz. Und die ganze Zeit. Die ganze Zeit bei dir. Irfan, wusstest du, dass in Somalia irgendwie 90% der Frauen beschnitten sind? Das ist so krank. Ja, ja, das ist richtig. Ist immer noch so, Irfan? Jetzt ist wieder da. Kurz mal weg, jetzt ist wieder da. Und wir wissen ja, es gibt ja den Hadith vom Propheten, ne? Bezüglich der Sache. Das ist ja nicht nur Kultur, dies, das. Wollte ich gerade sagen, wo ich einmal in Talk im Hangar 7 war, dort in einer Sendung, österreichische Talkshow von Servus TV. Und da war diese Türkin, die war Alevitin von IZRS, dieser Islamrat Schweiz. Ja, war ja, sie die da? Alevitin, ja, die ist da. Wie heißt die nochmal? Gott, wie heißt die? Irgendwas mit F. Fera. Oder heißt nicht Fera die? Oder Fahrer? Fera oder irgendwie? Keine Ahnung, was ist mehr. Auf jeden Fall war die auch da und dann habe ich sie auch damit konfrontiert, weil auf Seite von Islamrat Schweiz ist eine Fatwa, dass Frauenbeschneidung Sunna ist und dass man das auch machen soll, Frauenbeschneidung. Ja, Sunna und man soll Frauen beschneiden und gestützt auch auf dem Hadith von Mohammed, also nicht erfunden. Und die von Islamrat haben das offen auch veröffentlicht. Wie ist der Ton auf YouTube eigentlich? Ist der gut? Ich habe das jetzt ein bisschen näher gemacht, damit man das TikTok noch besser hört. Und das Krasse ist, auch in Indonesien, also ich war öfters in Indonesien und dort ist das komplett auch normal, also das wissen viele hier gar nicht, aber dort werden die Mädchen auch beschnitten und das hat auch damit zu tun, dass in Indonesien folgt man der Imam Shafi-Madhab und dort ist es Pflicht. Bei Imam Shafi ist die Beschneidung von Mädchen Pflicht sogar. Ja. Und vor dem Islam gab es das überhaupt nicht. Aber nachdem der Islam nach Indonesien kam, wurde das eingeführt. Wahnsinn. Heftig. Ja. Hol mir mal jemanden rein. Der ist da los. Wisst ihr, was komisch ist? Okay. Mogadischu kommt nicht mehr rein. Das ist da kommt nicht mehr rein. Bruder, da ist einer, der ist Ex-Antifa. Wenn du willst, kannst du ihn hochholen. Wie heißt der? Ich glaube, Jesus, was hat er? Jesus, warte, der hat geschrieben, hier, Gottes Kind, der ist Ex-Antifa, den kenne ich. Okay, ja, war richtig cool. Ja, kein Problem. Der ist extrem Antifa gewesen früher. Hallo? Hallo. Grüß dich. Ich bin ein Fan deiner Arbeit, ich feiere deinen Humor. Ich wollte dich auch nur ganz kurz was fragen. Und zwar, weißt du, was die Yalla Yalla Migrantifa ist? Was? Schon mal gehört, Yalla Yalla Migrantifa. Das ist so eine, warte mal, ja, so Zusammenschluss zwischen Antifa und die wollen jetzt auch so gewaltbereite Migranten mobilisieren für Ausschreitungen und für Gewalt gegen Polizei und so weiter, weil sie selbst halt nicht mehr genug rekrutieren, mobilisieren können und jetzt wollen sie halt das Gewaltpotenzial unter Migranten nutzen. Das meinst du? Ja, genau. Guck dir mal die Flagge von denen an. Das ist einfach eine Regenbogenfaust. Echt? Ja, krass, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ey. Ich jetzt allein, das will ich mir jetzt anschauen. Schon allein der Spruch, Yalla Yalla Migrantica, was ist das für ein Scheiße, ohne Scheiße, ey. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich das erste Mal gehört habe, ich sag euch ehrlich. Ich war gerade selber schon.
Eine Faust im Hintergrund so schwarz und dann so eine Faust Regenbogen und dann so umkreist von Yalla, Yalla Migrantifa. Katastrophe. Die hassen bestimmt alle Israel. Was für Assis, ey. Danke, Patrick. Alles Gute Ich kann dir. es mal kurz zeigen für die Leute, die es gern sehen wollen. Antifa, Ja, ey, oder so zeig, ein. zeig. Ah, da. Schaut hin. Ja, geht jetzt viel zu So früh. ein Mist, ohne Scheiße, so ein Schwachsinn. Irfan, Was? hol mal diesen Kane, diesen Salafist mal hoch. Ja, Hey, vielen, der vielen sagt Dank, dass nicht ich viel. kurz oben sein durfte. Macht weiter Alles so. klar. Alles Gute, Und ciao. wäre cool, wenn du mir zurückfolgst. Ich mache nämlich ähnlichen Content. Nee, Konzerte meine ich. Ja. Contest, ja, Contest, mache ich, Contest, danke. Contest, genau. Viel Erfolg bei Alles deinem klar. Eurovision Song Contest. Ciao. Ja, ich folge dir zurück. Wer will uns auseinandernehmen? Der Kane. Kane, der Kane, der so, ich nehme euch alle auseinander, dieser Salafist, der möchte Ja, gar aber nicht. er hat keine Anfrage. Ich schaue gerade, der hat keine Dann nicht für Anfrage ihn. geschickt. Und er soll erstmal seinen Schnäuzer wegmachen, Bruder. Ein Salafist muss seinen Schnäuzer wegmachen. Hat der Bart rasiert und Schnäuzer gelassen, oder Ne, was? umgekehrt. Schnäuzer. Ach so, Aber Bart gelassen und Schnäuzer rasiert. das machen viele Salafisten übrigens auch falsch. Es heißt, du musst ihn kürzen und nicht komplett abrasieren. Ja, ist so eine Rechtsschulfrage, Ja. aber die meisten sagen, es ist verpönt zu rasieren, weil man soll nur abschneiden und kürzen, Abu aber nicht Bara zum Beispiel, komplett. sein Schnurrbart, ja, so ganz komisch. In den Seiten, in den Ja, Ecken. er hat gesagt, man darf nicht rasieren, man darf nur kürzen. Aber man soll woanders immer rasiert sein, hat er gemeint. Ja. Ja, und Afghanen lassen komplett, die tun nur kürzen und machen so und haben so lange, fette Naja. Schnurrbärte und sowas. Ja, wo ist dieser Kane, Mann? Wer Keine schickt Ahnung, keine Anfrage? er hat die ganze Zeit so hochmütig gesprochen. Ja, ich mache euch alle fertig, aber keine Ja, Ahnung. dann komm rein. Er träumt, er träumt. Mal gucken, sein Contest jetzt. Reboot, Contest. Oh, ich glaube, er hat gute Stimme, glaube ich. Er hat gute Stimme. Er kann gefährlich werden bei Song Contest. Reboot. Reboot. Hallo? Was macht der Kack da gerade? Mach ihn mal weg. Was ist denn das? Was war denn das jetzt? Manche checken nicht, dass die schon live sind. Doch, die. Ey, Ach wie so. der Ka keine Hallo? kaum Moslems trauen sich zum Diskutieren. Hallo? Hallo. Merkst du, es Da sind war keine Dan. Moslems. Was? Da war Dan. Daubadan. Was? Daubadan. Dobardan meinst du? Hallo? Hallo? Was ist das für ein Profilbild? Boah, das sind unnötig. Hallo, Sauerstoffverschwender. lesbische Japanerin, hallo. Hörst du mich, lesbische Japanerin? Dobardan, ja genau. Jetzt so Der meint. zwei Japanerinnen, die sich Ah, der zum meint der Kuss geben. Dobermann. Der meint der Dobermann wahrscheinlich. Was? Danke. Hey, keine Moslems trauen sich mehr rein. Am Anfang, wie viele reingekommen sind und Ja. dann, als sich einer nach dem anderen blamiert hat, seitdem Richtig. trauen sie Natürlich. sich. Meine Fresse, Alter. Wie die Schiss haben. Bruder, die können auch gar keine Argumente. Null. Die können auch gar nicht reden. Null. Ah, okay, jetzt Gotteskind. Jetzt. Oh, Shalom. Irfan. Hi. Servus, servus, hi, wie geht's? Hey, gut. Abu Kanjar, was ist mit dir, Desi? Ah, Bruder, ich bin da, alles gut. Ach Grüß so, dich. okay. Na, was ist mit deinem Kaffee da? Na, wegen Antifa-Feuer, weißt du? Irfan, wir haben eh auf Insta geschrieben. Ich habe dir eh mal geschrieben, dass ich Gottes Kind bin. Kannst dich erinnern? Ich glaube, ihn schreiben Ah, sehr viele. ja. Ich habe Insta gelöscht jetzt, das Ja, war. ich weiß eh, aber wie Nicht erreicht wegen mich dir, denn nicht so? falsch verstehen, nicht wegen dir, sondern Na, ich weil so weiß viele eh. Leute. Aber mich hat's gewundert. Du hast gesagt, du meldest dich. Ich habe dir meine Nummer gegeben sogar. Ja, wegen was wollte ich mich melden? Was ging's? War wegen Kundgebung da. Zum Aufbauen helfen und so.
Ach so, ja, wärst du einfach gekommen, weißt, viele haben geschrieben und ist wahrscheinlich untergegangen. Du hättest einfach kommen sollen, wäre kein Ja, egal, Problem. aber nächste wird eh bald sein wieder. Da bin ich fix dabei. Du warst eh nicht auf Kundgebung da, oder? Na, na, ich Warst war nicht nicht da. dabei. Na, na. Ich konnte auch diesen Tag nicht, wegen privater, ist ja egal, ich erzähle dir, wenn wir mal ohne Moslems sind. Ja, wegen Antifa, Bruder. Irfan, weißt du, was ich überlegt habe? Weil ich war ja früher wirklich dabei und so, ich habe noch Flagge hier. Was hältst du davon, wenn wir nächste Kundgebung Mülleimer Antifa-Flagge anzünden? Ja, anzünden ist immer schlecht, egal was. Ja, Brandschutzgefährdung oder so. Aber in großen Mülleimer, mit sicher, wenn du das vorher anmeldest, so wie der in Schweden, der hat Koran Alter, angezündet. ja, schön für den in Schweden, Ich zünd bin doch, bei nicht ich na, werde doch keine Verbrennung oder wir von hängen sie Mülleimern. auf, Irfan, wir hängen sie auf. Ey, bitte hör auf, red nicht so, das wird mir dann angelastet, wenn du Ja, so gehst. links, Okay, Gottes, der Entschuldigung, hat aber recht. Entschuldigung, Nicht, dass er da Entschuldigung. Probleme bekommt, versteht? Nein, Wir hängen Entschuldigung. niemanden auf und wir werden auch keine öffentlichen Mülltonnen verbrennen. Nichts davon. Na, Aber bravo, Irfan, bist du hast du. eigentlich schon Na, beim nicht Interview? öffentliche Mülltonnen. Ich hab Was gemeint. dann? Egal. Was dann? War das, was in, dass ich eine Eisentonne mitnehme und dort rein, verstehst du? Ach Egal, scheiß so. drauf jetzt. Ich glaube, du Ich musst habe noch ein vorher paar mit Sachen von Abu Antifa. Ich glaube, du musst noch ein paar Sachen von Antifa-Zeit ablegen, ja, so mit Anzünden und so. Ja, Bruder, ich war dort dabei, wirklich so bei den Hardcore. Weißt du, was für einen Streit die untereinander haben wegen den LGBTQ-Scheiß? Du glaubst das gar nicht. Die Echt? Hälfte davon ist Echt? voll dagegen, weißt du, weil Antifa steht ja für Religion, Trennung vom Staat und bla bla bla. Und die meisten dort sind Hardcore dagegen. Was das jetzt passiert mit Links und Dings und so. Das heutige Links ist ja nicht mehr das Links, was es früher einmal war. Habe ich mitbekommen, ja. Was? Habe ich mitbekommen, ja. Ja, Und so, das ist wie ja lange das. bist du raus? Seit wann bist du raus von dort? Boah, seit 1,5 Jahren oder was, so. Gab's da so, wie war die Diskussion in Bezug auf Islam unter diesen Antifa-Leuten? Ja, ich sagte doch, urgespaltene Meinungen. Die Mehrheit, ich war halt bei den eher Radikaleren, ne? Die wollten das gar nicht und die haben das auch gehasst mit den Regenbogenflaggen und so, weil die gecheckt haben, dass sobald die Islamisten sie nicht mehr brauchen, dass es genauso enden wird wie in Iran. Weißt du? Weil in Iran Also, war es ja genauso. Die Linken haben sich verbündet mit den Islamisten. Guckt mal Dokus. 1978 war Iran wie jetzt hier. So, Frauen mit Minirock und alles, ne? Und haben sich ich kenne die verbündet. Geschichte. Ja, und dann sind sie an die Macht gekommen und ja, die Islamisten haben die Linken ausgelöscht und fertig, so. Ja, das führe ich ja auch oft an als Beispiel. Das habe ich auch oft Ja, als ich weiß, ich Beispiel kenne jeden Stream von dir angeführt. und so. Und Violetta, schöne Grüße, Violetta, an dich. Und ja, na, ich freu mich echt. Ja, ihr nehmt da Drogen, Alter. Was redet ihr da echt? Vollidioten. Egal, Bruder. Aber diese Spaltung gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht so. Also die ist jetzt nicht Na, in so Deutschland stark. eher weniger, aber in Österreich die streiten schon untereinander. Also ich glaube auch, dass die bald Dings werden. Entweder werden die austreten, so wie ich war ja nicht der Einzige. Mit mir sind zwei, drei Leute ausgetreten. Weißt du? Ich war Doch, schon Irfan, ich glaube, in. das gibt es auch in Deutschland, Irfan, aber vielleicht sieht man das nicht so in der Öffentlichkeit. Kann auch sein. Nein, aber ich glaube in. Was hat dich dazu gebracht, auszutreten? So, was war für dich so der Hauptgrund? Mich? Ja. War die ganze Verbindung mit Islam und LGBTQ und du weißt ja, in Kindergarten Trans-Show und was weiß ich so und.
Das hat mich dazu gebracht. Und die wollen dich dann immer auf gut überreden. Hey, jetzt war Muttertagsgeschenk. Ein 7-Jähriger von meinem Bruder, die Tochter ist Schulanfängerin, die macht kein Muttertagsgeschenk, weil man weiß ja nicht, ob du Mutter oder zwei Kinder zu Hause hast. Hey. Krass. Ja, wirklich, das ist ja krank. Und was hat überhaupt zu suchen, eine Trans-Show in einem Kindergarten, 6 bis 8 Jahre? Ja, was hat das da zu suchen? Wir fahren wie die Video umgewandt. Hallo, Türke. Hallo, Yusuf. Wie geht's dir? Gut. Alhamdulillah, wie geht's dir? Ist dein Essen halal? Wie schmeckt dein Döner? Salam, wir sind alle. Sorry, aber ich bin Jude. Du bist Jude. Ja, ja, der nicht aber Türke. Ja, ja, jo. Türkischer Jude. Yusuf, eine Frage. Türkischer Jude. Angeblich. Findest du, dass Muslime Käfer sind, also im christlichen Glauben, dass sie Ungläubige sind? Das heißt, es ist ein bisschen laut bei dir, gell? Ja, warte. Dass Muslime das heißt, in der Bibel in die Hölle landen. Was heißt Ungläubige? Sie sind nicht Gläubige im christlichen Sinne, ja. Ja, sie sind in dem Sinne, sind sie ungläubig, ja, das stimmt. Kommen sie lebenslang in die Hölle? Ja, du stellst mir Fragen, als wäre ich jetzt Gott und ich urteile lebenslang, das weiß Gott alleine. Ich tue niemanden in die Hölle, verdammt. Er ist nicht sonst was. Sie sind nicht gläubig und alles andere ist Gott überlassen. Sie sind nicht gläubig in diesem Sinne, im christlichen Sinne und das ist das. Aber warum jetzt die Frage auf die Bibel bezogen, der Türke? Wie kommst du jetzt auf sowas? Weil er will zeigen, ja, guck mal, dein Contest ist ja Islam, oder? Mein Contest ist gar nichts. Ey, aber das ist kein schönes Benehmen, dein Mund. Oh, also sehr respektlos. Boah, hast du das von zu Hause mit offenem Mund? Haben deine Eltern jetzt schon kann man nicht reden? Oder was? Ja, warte, er muss zu Ende. Nein, ich bin fertig. Der Türke, du blamierst dich richtig. Du hast gar keinen Anstand, okay, Junge. Gar keine Erziehung. Warum habe ich keinen Anstand? Und du bist richtig unverschämt. Das hast du wahrscheinlich von zu Hause gelernt, oder? Wieso denn? Respekt. Bin ich hier gegenüber jemandem frei? Ja, lass ihn. Okay, komm. Was ist dein Punkt? Warte, weil du warst ja mal Moslem, jetzt bist du ja Christ geworden, also du bist ja konvertiert. Du bist auch getauft und so. Ich habe ja auch nichts gegen die Christen. Aber du bist halt ein, sagen wir mal so, ich habe ein paar Interviews von früher gesehen, ob du noch wie früher bist, weiß ich ja nicht. Deswegen wollte ich mal nur fragen. Ja, was heißt wie früher? Ob er immer noch so islamfeindlich ist wie damals. Von was redest du gerade? Wie islamfeindlich wie damals? Wann war ich es? Weil, guck mal, du hast Menschen, du hast immer den Islam ausgehabt, du hast immer, wenn ein Mensch gesagt hat, dass, der Prophet Mohammed, der Gesandte Gottes ist, hast du mal die Leute deswegen ausgelacht und hast sie nicht ernst genommen. Und das kommt mir schon so vor, als ob, so, wo? Guck mal. Wann, wo? War das bei einem Interview mit Michael Stitzenberger? Schon ein bisschen länger her. Das ist jetzt aber auch nicht dieses Jahr gewesen, schon letztes Jahr. Du meinst bei Kundgebungen. Ja, kann gut möglich sein, weil ich hab's auch auf TikTok gesehen, dass du die Menschen, die über den Islam reden, nicht so ernst nimmst und, ja, deswegen frage ich halt nur so. Wo willst du gerade hinaus? Also ich verstehe gerade nicht, wo du hinaus willst. Ja, ich frage nur, ob er islamfeindlich ist. Das war meine Frage. Wenn du gute Ohren hast, du kannst keine Sätze bilden. Das Problem ist, du kannst keine Sätze bilden. Man versteht dich noch nicht mal richtig. Dein Problem ist, du mischst dich gerade ein, obwohl ich mit dir rede. Nee, du kannst nicht reden. Erklär ihn mal richtig. Deine Frage. Was ist das? Mit dir redet keiner. Mit dir redet keiner. Ich rede mit Irfan. Ich rede nicht mit dir. Guck mal, keine normale Sätze. Warte, geil, lass kurz. Was heißt islamfeindlich? Weiß ich mal, was drunter? Heutzutage, wenn du Islam kritisierst und sagst, Islam ist eine Gefahr, gilt es als feindlich. Verstehst du? Ich meine, es kommt auf deine Definition von islamfeindlich an, aber meine Einstellung hat sich seit damals sicher nicht verändert. Das kann ich dir schon sagen. Und ich habe niemanden ausgelacht, weil er glaubt, dass... Ich habe dich akustisch gerade nicht verstanden. Mit dem, ich habe gesagt... Was? Ich höre zu.
Ich habe niemanden ausgelacht, wenn er sagt, ja, ich glaube nicht an Mohammed und ich glaube an Mohammed und ich habe irgendwie, du glaubst an Mohammed, so auf dieses plumpe, dumme Niveau habe ich sicher keine Leute ausgelacht, sondern wir haben debattiert auf Kundgebungen und wenn etwas Dummes gesagt wurde, da habe ich natürlich gelacht. Wenn ein Moslem mir erzählt, dass Mohammed den Mond mit einer Bewegung so gespalten hat, ja, natürlich lache ich dann. Aber alles im Rahmen. Wenn jemand sich lächerlich macht, dann braucht er sich nicht wundern, wenn gelacht wird. Verstehst du? Komischerweise hat das nie jemand gesehen von den anderen Völkern, als Mohammed das gemacht hat. Ja, genau, niemand. Niemand. Aber warte mal, was ist jetzt hier Türke? Also du bist kein Jude, du bist türkischer Moslem natürlich, gell? Ja, der Klaas war gerade nur ein Scherz. Okay. Aber du weißt schon, dass wenn du im Scherz sagst, du bist kein Moslem oder das, dass du damit im islamischen Sinne ungläubig Richtig. Geworden bist. Es gibt keinen Scherz im Richtig. Islam. Wenn du sagst, ich bin Jude, bist du somit Käfer geworden. Du musst wieder reinkommen in Islam. Nur mal so, so laut deinem Nein, da hast du auch vollkommen recht, aber dass ich direkt ein Käfer bin, jetzt unbedingt nicht, weil es aus Humor, aus Spaß gemeint ist. Ach so, Tafir. Ja. Kein Spaß. Lest die Sure im Koran nach, wo so gewisse Gefährten so Spaß gemacht haben und sie haben sich lustig gemacht über Aisha und so weiter. Und dann kam dieser Vers, sie sind ungläubig geworden. Sie sind ungläubig geworden damit. Das heißt, Allah erklärt, diese Leute, die Gefährten waren und sich lustig gemacht haben über etwas im Koran, zu Ungläubigen. Und du sagst, ja, ich habe aus Spaß gesagt, ich bin Jude. Da gibt es keinen Spaß. Ist damit Käfer geworden. Takia, Boy, Takia. Okay, warte, ich habe auch noch eine Takia Frage. Ich habe eine Frage. Ihr seid ja seid ihr katholisch, evangelisch, orthodox. Spielt doch keine Rolle. Nee, das gar nicht. Egal. Wieso denn? Du stellst doch hier nicht die Fragen. Wir können diskutieren, aber du bist hier nicht, das ist nicht dein Livestream, dass du jetzt die Fragen stellst und wir beantworten die wie kleine Kinder. Verstehst du? Du musst erstmal sehe ich, du bist kein ernstzunehmender Diskussionspartner überhaupt. Du machst die Lust, ich bin Jude. Verstehst du? Du kennst Islam null. Nur weil du 2 Zentimeter Bart hast, bist du jetzt kein Moslem geworden. Oder weil du Sujuk isst währenddessen, bist kein Moslem geworden. Aber warum Sujuk isst. Warum ich jetzt und kein ist. Benehmen. Ja, oder Döner oder irgendein Halal-Zeug, was du da gegessen hast. Mich interessieren würde, Türke, magst du Atatürk? Würde mich mal interessieren. Ich habe keine Meinung zu ihm. Ach so. Ja, er traut das übersetzt. Richtig. Er traut sich nicht öffentlich seine Meinung über Atatürk zu sagen. Das ist die richtige Übersetzung. Politik und so ist das Letzte, was mich interessiert, weil die Politik kriegt mich nicht weiter am Leben. Natürlich. Warum? Mhm. Ist doch so. Takia Boy. Weil ich nur durch. Guck mal. Man merkt daran, dass du versuchst irgendwie Politik mit Religion sogar zu vermischen, wenn du von Religion auf Politik kommst und sagst, bist du für Atatürk. Man merkt gerade daran, dass du Türke. Selber gerade noch zu Türke. Warst. Kennt? Ich rede nicht nur von dir, ich rede nur runter bei mir. Ja, ist egal, ich habe dieselbe Meinung. Kennt der Islam eine Unterscheidung zwischen Politik und Religion oder verordnet der Islam in alle Lebensbereiche Gesetze? Ob sich der Islam mit der Politik vermischt? Ich glaube, der hat deine Frage nicht verstanden. Genau, sagt allein Koran, oh Menschen, ich überlasse euch die Politik, macht da, was ihr wollt, da sage ich euch nichts. Ich sage euch nur, im Islam soll es keine Politik geben, man sollte sich einfach nur an den Koran, man sollte sich nur an den Koran halten. Deine lacht gerade. Man sollte sich nur an den Koran halten. Politik ist, sollte man weglassen. Politik ist nicht der Koran. Hat der Koran was in der Politik zu sagen? Ja oder nein? Ob es was in der Politik zu sagen hat? Gibt es Meinungsverschiedenheiten? Ja. Manche sehen es anders. Dazu kann ich jetzt nicht groß äußern, weil manche Menschen sehen das anders. Ich kann für mich selber auch nicht in dem Punkt reden, weil ich politisch gar nicht aktiv bin. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das zur Politik eine Rolle spielt. Diese Frage könntest du jemand anderen stellen, aber ich selber könnte dazu mich nicht äußern. Allah sagt über sich selbst, das Recht der Gesetzgebung liegt bei mir. Bei mir. In al-Hukmu illa lillah, genau. Das Recht der Gesetzgebung und Allah ist al-Hakim, der Richter und so weiter. Allah spricht von sich, ich bin der Oberst, ich bin eure oberste Autorität. Was gibt es für eine höhere Autorität als derjenige, der sagt, das ist verboten, das ist erlaubt, das ist verboten, so sollst du es machen, so sollst du es nicht machen. Und so spricht Allah über sich. Das heißt, Allah macht sich
zum Gesetzgeber, ja, und Koran und Sunna umfasst alle Lebensbereiche. Es gibt sowas nicht, dass der Islam sagt, ah nee, Politik mischen wir uns nicht ein oder sonst was. Atatürk hat das gemacht und deswegen gilt Atatürk als der größte Ungläubige und wird bis heute von türkischen Moslems und allgemeinen Moslems verflucht, weil der Richtig. Islam aus der Politik verbannen wollte. Richtig. Richtig, ja. Es gibt so eine Aber leugnen, so viele Türken leugnen die Wahrheit. Ja, klar. Guck mal, du kannst nicht Nationalität mit direkt mit dem mit der Religion vergleichen. Man könnte sagen, guck mal, es gibt diese es gibt manche Kulturen, die die Islam richtig praktizieren und dass es andere Muslime gibt von der Kultur, die es nicht richtig praktizieren. Damit zum Beispiel, damit meinst du, wo Atatürk Kopftuchverbot gegeben hat und den Gebetsruf auf Türkisch hören lassen hat, ja. Solche Dinge meinst du, ne? Durfte er das? Schau, er weiß nicht mal, wie der Gebetsruf heißt. Müezzin. Das musst du erklären. Warte, lass ihn antworten. Durfte Atatürk das? Man sollte nichts an dem Islam verändern. Und das alleine macht ihn schon zu Kuffer. Aber warte. Atatürk. Hast du doch eine Meinung. Atatürk wollte nichts am Islam verändern. Atatürk wollte nur den Islam aus dem öffentlichen und aus dem politischen Raum verbannen. Das ist doch was anderes. Ja. Mhm. Ja. Wie gesagt. Du hast doch gerade gesagt, Islam ist nicht politisch und Islam mischt sich nicht ein. Recep Tayyip Erdogan ist ein Ehrenmann, das kann ich dir sagen. Oh. Für den Mann bin ich. Und wieso lebt du nicht in der Türkei, sondern in Deutschland? Wie bitte? Wieso lebst du nicht in der Türkei, sondern in Deutschland, wenn Erdogan ein Ehrenmann ist? Also, weil, guck mal, wenn ich jemanden toll finde, heißt nicht direkt, dass ich das in den Land einziehen muss, natürlich. Oder? Oder würdest natürlich. Du... Natürlich! Du liebst doch, warte. Alter, liebst du Jesus? So ein Liebst du also Jesus? Also so eine Frage, darf ich nicht mehr stellen. Warte, redet nicht durcheinander, man hört nichts. Okay. Liebst du Jesus? Liebst du Jesus? Ich liebe Jesus. Ich lebe Jesus. Vergleich Jesus mit Erdogan. Vergleich Jesus mit Erdogan. Das ist genau so ein Vergleich. Ich bin in Deutschland geboren, das ist mein Heimatland. Ja, ich lebe in einem christlichen Land. Aber du als Moslem lebst. Hey, warte mal, man hört euch nicht. Einer nach der anderen. Warte mal. Dein Vergleich ist Jesus Erdogan. Du vergleichst Jesus, ja? Nein. Der jetzt... Weil ich weiß, die mögen diese Person. Ich kann ja nicht wissen, wen die lieben oder mögen. Deswegen habe ich gerade diesen Vergleich. Jesus, also Hasan Isa, ist mit Erdogan gar nicht zu vergleichen. Er ist ein Prophet. Er wird zurückkommen, wenn die Welt untergehen wird. Erstens mal ist er kein Prophet. Was hat er dieser? Das ist kein Prophet. Aus christlicher Sicht ist Jesus Gott. Schau mal, Türke, ich erkläre es dir nochmal. Es geht darum, dir zu zeigen, ist es nicht Heuchelei. Du wohnst hier in Deutschland, genießt alle Vorteile von Deutschland, kannst aber mit Deutschland nichts anfangen, sagst, Recep Tayyip Erdogan ist der Beste. Du bist Türke. Erdogan ist Präsident in der Türkei. Du bist Erdogan-Anhänger. Also ist jetzt die logische Frage. Nein. Ein Anhänger ist was anderes. Oh. Das heißt, wenn ich ihn 100% kann... Okay, Sympathisant. Und jetzt die logische Frage. Warum bist du nicht konsequent in deiner Weltanschauung und sagst, ich gehe weg aus Deutschland, ich kann mit dem Land nichts anfangen, Deutschland ist scheiße, ich gehe in dieses Gebiet, wo Erdogan regiert. Oder ist es nicht so gut dort? Nein. Die türkischen Verhältnisse des Geldes, der staatlichen Angehörigkeit und den ganzen anderen Sachen, das ist ein bisschen schwierig da. Aber dieser Mann. Ah, gibt nicht so viel Para in Türkei. Genau. Ja, in Deutschland. Aber ich hab Inflation, Lira schlecht. Du vergisst die Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Ich habe gesagt, Deutschland ist mein Heimatland und hier ist es am besten zu leben. Nur weil ich die Türkei auch liebe, heißt es auch nicht, dass ich die Frage bin. Solange du ein Moslem bist, wird es nie dein Heimatland. Du sei mal leise, du hast gerade kein Rederecht. Vorhin habe ich das eben gerade gesagt, dass Deutschland mein Heimatland ist. Hier werde ich leben und hier werde ich auch sterben. Okay. So einfach. Okay. Oder und wenn es zum Konflikt kommt, wir werden sehen, ob du da sterben wirst. Seid dir nicht so sicher, ob du da sterben wirst. Ob ich hier sterbe oder nicht. Okay, vielleicht kommt auch vorher Abschiebung vor deinem Tod, schauen wir mal. Auf jeden Fall, schau mal. Wenn es jetzt zum Konflikt kommt und Erdogan gegen Deutschland hetzt, auf welcher Seite stehst du? Sagst du dann, ja, Recep Tayyip ist der Beste
Oder bist du oft, oder sagst du, Erdogan, dieser Deutschlandhasser greift mein Land, meine Heimat Deutschland an. Auf welcher Seite bist du denn? Beides sind meine Heimatländer, aber ich lebe in Deutschland, dann muss ich auch für Deutschland sein. Du bist für Deutschland und so du redest Lügner. Dann schlecht über Erdogan. So ein Lügner. Okay. Warum ein Lügner? Warum ein Lügner? So, du lachst, nie wieder lachst. Ja, weil ich es lustig finde von deinen Freunden hier, weil ich es von deinen Freunden finde. Hier schreibt gerade jeder ist Gott, jeder schreibt Jesus ist Gott. Kann ist, warte. Komm mal hin. Jeder schreibt gerade, Jesus ist Gott. Ja, Jesus ist Gott, weil Allah. Ist Gott allwissend? Ist Gott allwissend? Ja, ist er. Geh mal dein Döner was So unverschämt. Okay. Nicht ablenken. Du hast gesagt. Warte, wir reden gerade über Erdogan. Nein. Ich habe gerade dir gefragt. Irfan, versuch jetzt nicht irgendwie Thema zu finden. Kann Gott sterben oder kann nein. Gott... Was, Thema gewählt oder Thema? Nein. Du kommst mit solchen Punkten, dann komm ich mit solchen Punkten. Lass den ausreden. Tup dich bisschen aus und dann nimm deinen neuen Sumpf, stopf den ins Maul und dann red ich. Geht es? Lass den reden. Jesus wird gefragt, wann die Erde untergeht. Und er selber sagt, ich weiß es nicht. Daran merkt man, ihr habt keine Argumente. Das ist alleine oder was redest du halt? Redet nicht Jesus mit seiner Mutter respektlos bei einem Der Vers, Türke, wie alt war Aisha? Da wo er sagt, sei ruhig, Weib, und bring mir etwas mehr Wein. Wo die Mutter sagt, es gibt kein Wein mehr, Jesus. Sei ruhig, Weib, bring mir etwas mehr Wein. Jesus, nein. Es gibt kein Wein mehr. Hol mir Ayran, es gibt kein Wein mehr. Lies mal die Bibel, du hast keine Ahnung. Digga, man merkt daran, ihr habt alle keine Ahnung. Ihr, guck mal, ich hab nichts gegen Christen. Jeder soll seinen Glauben haben. Der Türke, Aisha war 6 Jahre alt. Schämst du dich nicht für deinen Propheten, dass er eine 6-Jährige genommen hat? Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, dass Jesus mit seiner Mutter respektlos redet? Ganz kurz. Hat Gott eine Mutter? Sag doch. Warum tust du das immer wechseln? Prophet hat eine 6-Jährige geheiratet. Achso, hat er mit dem Körperkontakt oder andere Sachen? Du weißt schon, dass der Prophet Frauen geheiratet hat. Also jetzt reicht's, okay. Schau mal. Ich muss ihn rausschmeißen, weil er lässt gar nicht mehr ausreden. Ich habe ihn jetzt mehrmals gesagt, kurz leise, hör zu, wenn keine Diskussion mehr. Und das, weißt du, was deren Masche ist? Weißt du, was deren Methode ist? Wir reden über ein Thema. Man treibt sie in die Sackgasse, sie kommen nicht mehr raus. Ist Jesus allmächtig? Kann Gott sterben? Warum redet Jesus mit seiner Mutter? Und dann sagt, warte, wir reden auch darüber, kein Problem, wir können darüber reden. Ja, aber ist das nicht... Und dann sagst du, okay, jetzt habe ich keine Nerven mehr, dir zuzuhören, schmeißt du raus. Jetzt wird er sagen, schau mal, auseinandergenommen, er muss den rauslassen. Er hat höchstens seinen Döner, hat er auseinandergenommen. Lächerlich. Es ist keine Diskussion möglich mit diesen. Es ist keine Diskussion möglich, wenn sie nicht 2 Sekunden ruhig sein können. Wir hatten ihn bei dem Thema Erdogan. Und dann ist er gekommen, gesprungen, hat angefangen, Erdogan mit Jesus zu vergleichen. Hey, wir reden über einen Präsidenten, der Präsident auf einem Staatsgebiet ist. Und mischt die Religion und ein. Er als stolzer, patriotischer Türke, und dann sagt man, hey, wenn du so ein stolzer, patriotischer Türke bist, dann geh doch in deine Heimat dort leben. Ja, glaubst du an Jesus? Ja, warum lebst du nicht in Jerusalem? Was ist das für ein Vergleich? Jesus und Jerusalem mit Türkei und Erdogan, hey. Was sind das für, Alter, was sind das für Sonderschulgespräche, Mann? Sonderschulniveau, was ist das, Alter? Wahnsinn, der Typ. Ja, aber es sind so typische Erdogan-Anhänger. So. Ja, typisch. Aber zu Atatürk keine Meinung.